Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Antichamber. Ja, wir haben noch einige Rätsel vor uns, die gelöst werden wollen. Und ja, wir müssen uns einfach nur einen Raum aussuchen. Und wir sehen, hier geht es noch weiter bei Laying the Foundation. Und ich weiß schon nicht mehr, in welche Richtung wir da gegangen sind. Deswegen, wir gucken uns das jetzt einfach mal an, was wir hier denn so finden können. Und dann gucken wir mal. Ach so, hier ging es vermutlich noch weiter, ne? Aber da wusste ich nicht, wie man da hinkommt. Und ich weiß es auch immer noch nicht, wie man hier an diesen Bällen vorbeikommt. Hinein in diese Barriere. Nein, gehen wir erstmal woanders hin. Was haben wir denn hier? I only need one. Ja. Fly. Nimm mal hier alles mit. So, wir brauchen nur einen. Wie war denn das? Wir können hier einfach was reinziehen, okay. Dann machen wir das doch. Und ziehen ihn hier durch. Dann kommen wir hier weiter, denn hier sind wir noch nicht weitergegangen. Das ist ein einfaches Rätsel, das ist angenehm. Sowas haben wir ja schon öfter mal gemacht. So, dann zieh das noch hier weiter. Und kann ich das eigentlich? Komm. Geh einfach mal hier hin und dann ziehen wir dich bis hier rein. So. Dann können wir jetzt wieder ein paar neue herstellen. Und können hier durch. Nein, ich habe die Barriere berührt. Oh. Also nochmal das Ganze. So, wir nehmen einfach ein paar mit. Braucht ja nicht besonders viel. Bauen uns hier so... Ja, nee, fast. Ich würde da gerne noch durch können. So, dann kommen wir einmal hier rüber. Dankeschön. Und dann kommen wir einmal hier rüber, bitte. So, jetzt bleibe ich hier schön weit hinten. Ah, cool. Wir können es auch einfach so einsaugen. So. Sesam, öffne dich. Was haben wir denn hier? The problem may not be where you're going, but how to get there. Waren wir nicht schon mal drin in der Röhre? Aha, Türen. Oh, wo bin ich denn jetzt? Hier war ich doch garantiert schon mal. Connecting the pieces can solve a puzzle. Ja, hier waren wir auch schon mal. Definitiv. Ja, hier waren wir schon mal. Ach nö. Das ist ja doof, dass das hier dann... Ne, wo waren wir denn? Da sind wir gestartet. Das ist dann anscheinend... Ja. Nur ein Weg wieder hierhin. Da können wir jetzt dann noch weiter. Aber möchte ich das jetzt machen? The final hurdle. Climbing the tower? Ja, toll. Dann machen wir einfach hier weiter, würde ich sagen. Wir können uns ja hier dann noch ein bisschen Blöcke... Wobei, wir werden hier sowieso welche... Ja, wir werden hier sowieso verlieren. Deswegen ist das nicht weiter interessant für uns. Achso, den kann ich nur schieben, ne? Die Frage ist, wo sind wir weitergegangen? Ich glaube, wir sind hier ins Rote schon mal rein. Ich bin mir nicht sicher. One long corridor. Wir sind ins Rote rein, ja. Wie sind wir denn da komplett durch? Da gibt es noch einen weiteren Weg, ja? Nein! Hier wollte ich eben nicht hin. Was ist denn, wenn ich hier langsam gehe? Kommt dann auch WTF? Ja, kommt es. Ah! Ah, einfach mal springen! Wo sind wir denn jetzt gelandet? The world is full of secrets waiting to be uncovered. Ja, die Welt ist voller Geheimnisse, die darauf warten, gefunden zu werden. Ah, wie kommen wir denn da runter? Ich würde gerne da runter. Wie kommen wir hier weiter? Hä? Sag mir nicht, dass wir da nur von der anderen Seite rankommen. Nee, das ist ein Ende, aber... Wie kommen wir denn da... Kommen wir denn da weiter? Ist hier irgendwo eine Scheibe nicht drin? Hier, oder?
Ja. Ui. Und jetzt? Wo sind wir denn jetzt hin? 26. November 2006. Snake. Ist das jetzt eine Historie der Spiele, die dieses Team gemacht hat? Was passiert, wenn ich da nochmal runtergehe? Wahrscheinlich muss ich dafür sorgen, dass sämtliche Platten verschwinden. Nee, das kann ich gar nicht. Dafür sorgen, dass sämtliche Platten verschwinden. Die spawnen ja wieder. Mit der Zeit. Kommt jetzt ein anderes Spiel? Nee. Snake. Ist das eine Hommage an Snake? Dieses. Was hier passiert? Oder muss ich da irgendwas Besonderes machen, wo ich gerade nicht weiß, was ich tun kann? Ich bin mir nicht sicher. Um ehrlich zu sein, warum spawnt das so schnell wieder neu? Lalalala. Vielleicht war das so ein Spiel, wo man einfach die Blöcke hinter sich verliert. Ich kann hier sonst auch nirgendwo weiter. Na gut, dann scheint es das gewesen zu sein. Okay. Dann haben wir Connecting the Pieces. Hier soll es angeblich noch einen weiteren Weg geben. What looks out of reach may only be a few steps away. Ah, wir können da hoch. Die Frage ist bloß wie. Ich habe keine Blöcke. Ich brauche irgendwelche Blöcke. Ach, ja, klar. Ich bekomme auch von hier oben Blöcke. Ich bin ja auch ein bisschen doof. So. Dann nehmen wir einfach mal ein paar mit. Da reichen ja nur wenige. Und dann bauen wir uns hier mal so einen Steg. Nein, nicht nach oben. Hier rum. Nein. Ich krieg das hin. So, hüpf. Und da sind wir auch schon. So, wo kommen wir denn jetzt raus? Hier kann ich gar keinen Block drin platzieren, oder? Moment. Ach, ich darf die Wände bloß nicht berühren. Okay, Moment, Moment. Ich muss mir erstmal hier einen großen Vorrat bauen. Damit, falls irgendetwas schief geht, wir da auch noch mehr machen können. Lal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 a. So, das sollte reichen. So, dann verlieren wir die, aber wir können jetzt ja hier irgendwie was hinziehen. Na, genau, komm mal mit. Und stopp. Diese Art von Rätsel hatten wir ja schon mal. Das ist ja alles kein Problem. Ich hoffe, wir sind jetzt nicht wieder an der gleichen Stelle. Nein. Anscheinend nicht. Das sah nämlich anders aus. Da hatten wir dann eine kleine T-Kreuzung. Aber die haben wir hier nicht. Kann ich die eigentlich hier rausziehen? So, wir ziehen uns einfach mal alles hier rein. Und das reicht auch schon. Weil wir haben jetzt schon jede Menge Zeug. Na, da kommen wir diesmal nicht durch. Schade. Ein grüner Raum. Oh, ich mag grün. Moment, Moment, kommen wir hier bei? Nein, wir können nicht raus. Waren wir auf der anderen Seite schon mal von dem Raum? Peeking behind the curtains lets us see how everything works. Aha. Warum ändert sich die Nummer da? 5, 4, 2, 4, 5. Ja, wenn ich das mache, wenn ich hier die Seite wechsle. 2, ach so, 4, 2, 4, 2. Aha, okay. 1 plus 2 gleich.
Ach, von hier aus muss ich das vermutlich gucken. 1 plus 4 gleich 1. Nö, das stimmt aber nicht, hä? Wie genau kann ich das verstehen? Also hier ist ja ein Plus. Und dann haben wir hier so einen Pfeil und dann haben wir ihn gleich. Also 1 plus 4 gleich 1. Das stimmt in dem Sinne, wenn wir bedenken, dass wir mit Modulo 4 rechnen. Dann haben wir nämlich 5 und dann kommt die 1 bei raus. Also der Rest ist 1. Wenn wir das ändern. 1 plus 2 ist nicht 1. Ich bin mir nicht sicher, was ich tun muss. 1 plus das, was ich... Warum? Muss ich jetzt schaffen, dass es irgendwie 1 plus 1 wird, oder wie? Aber wie mache ich das? 3. 4. 1. 2. 3. 4. Aber was bringt mir das? Wieso ist hier ein Gleich? Plus. Hä? 1. Das ist eine 3. Oder ein... Nee, das ist ein... Ich bin ein wenig verwirrt. Ich verstehe den Sinn dieses Raums nicht. Aber damit haben wir eine weitere Sackgasse. Kommen dem Ende so langsam näher. 4 different exits. Ja, aus dem sind wir gekommen. Ach, da oben ist auch noch einer. Deswegen Exits. Klar, das ist der Eingang und dann... Krass. Okay, grün, gelb, rot, bunt. Lila. Ja, rot waren wir schon. Dann würde ich sagen, gehen wir mal nach grün. Schieben hier den Würfel hin. So. Nein, ist er weg. Ich kann ihn nicht aufnehmen. Dann ziehen wir den einfach darüber. Und gut ist, dann können wir nämlich hier einmal in das Grüne rein. Und uns erstmal Zeug mitnehmen. So, was ist das Ziel? Keine Ahnung, ich fülle einfach mal alles aus. Genauso auf dieser Seite. Auf jeden Fall kommen wir dann hier durch. Was haben wir denn hier? Hadoken. Solving a problem may require using abilities that we didn't realize we had. Aha. Oh nein, hier waren wir doch schon mal. Oder nicht? Hier waren wir definitiv schon mal. Ja. Nach Window of Opportunity. Okay, dann bleiben hier noch 4 different exits. Aber ich habe hier tatsächlich doch nur 4 Möglichkeiten rauszugehen, oder? Egal, ich möchte jetzt in das Gelbe gehen und zuletzt versuchen wir mal da hochzukommen. Auch wenn ich mir noch nicht ganz sicher bin, wie wir das veranstalten sollen, aber irgendwas fällt mir schon ein. So, ziehen wir das mal hier rüber, da. Ich hoffe wirklich, dass wir am Ende nicht diesen einen pinken Block, der immer weggerollt ist, finden müssen an verschiedenen Stellen. Das wäre ärgerlich, weil ich weiß nicht mehr, wo der ist. So, wie können wir das ausfüllen? Ich kann hier doch gar nicht reinziehen, oder? Ach, ich muss das wieder ziehen. Oh nö, das ist wieder so ein Puzzle. Die kann ich doch nicht. Weil den brauche ich doch immer so lange. Nee, okay. So, ich brauche hier 2. Dann kann ich den rauslöschen und das... Sagt ihr den... Ach nee, das brauche ich 3. 4. 4. Wie machen wir das am sinnvollsten? Das weg und das rausziehen, so. Das weg und das rausziehen. Ja, nee, das ist ja auch doof. Wie habe ich das denn gemacht? Oh, Leute, ich weiß es nicht mehr. So, das kann ich... Okay, dann kann ich das weglöschen und den da hinziehen. Nein, ich muss einen davor weglöschen. Okay, dann nochmal Kommando zurück. Den weg... Den weglöschen und die da hinziehen. So, dann hätte das schon mal funktioniert. Das ist gut. Dann machen wir einmal den eben. Dann löschen wir... Nein, das war falsch. Löschen wir den weg und ziehen das hier runter.
den weg und... Nee, das macht keinen Sinn. Oh, nein. Okay, dann ziehen wir den erstmal wieder ganz weg. So. Einmal da hoch, den weg. Jawohl. Hätten wir das. Hier oben brauchen wir noch einen. Gleiches Spiel. Sehr schön. So, hier brauchen wir 1, 2, 3, 4 mal wieder. Ich glaube, das ist komplett symmetrisch aufgebaut. Dann ziehe ich das einmal hier hoch. Moment. Was haben wir denn da? 1, 2, 3, 4. Den ganzen Weg entlang, ha? So. Okay. Ah, das hat sogar geklappt. Cool. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, aber schön. Okay, Moment. Ziehen wir den da mal hoch. Okay. Das kriege ich hin. So, wieder die 4. Und dann haben... Aber, hä? Uns fehlen doch da welche. Wir kriegen doch niemals alle abgedeckt, weil hier brauche ich doch auch 4 Stück... Die brauche ich definitiv... Hä? Ich bin verwirrt. Hä? Moment. Die haben wir alle... Sind alle auf Lasern. Der ist auf Lasern. Das ist auf Lasern. Und das ist auf Lasern. Ich muss irgendwie die Blöcke vermehren. Warte mal. Jetzt darf ich das alles wieder zurück. Oh, ich habe doch gesagt, ich kann diese Rätsel nicht. Okay, machen wir das mal so. Dann ziehen wir den nach oben. Das ziehen wir dahin. Das hier. Nee, das kriegen wir auch nicht gebacken. Moment. Wir machen mal das hier. Nein. So. Nein, du sollst hier runterkommen. Nanu? Es hat gerade Geräusche gemacht, als ob... Als ob da Blöcke vervollständigt worden wären. Warte mal, wenn ich die jetzt verbunden kriege irgendwie... Ja, ich muss die hier irgendwie wegkriegen. Bloß die Frage ist halt, es zieht immer an der falschen Stelle. Ah, okay. Jetzt sehe ich das erst, klar. Somit können wir neue Blöcke schaffen. Okay, versuchen wir das Ganze nochmal. So. Dann muss ich auch nicht die Blöcke komisch trennen. Denn dann kann ich hier einfach... ein bisschen ziehen und neue Blöcke erschaffen. Das ist doch angenehm. Ist zwar blöd, dass ich da so lange gebraucht habe, um das zu sehen, aber ist ja egal. Hauptsache, wir schaffen es. Und kommen durch diese Tür hindurch. Ja, komm, das kannst du auch noch ziehen. So, wir dürften bald genug haben. Nein. Dahin. 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 Jawohl. Sehr schön. 6, aha. Old solutions can apply to new problems. Genau, wir benutzen einfach mal die Knarre, um den Geburtstagskuchen auszupusten. Ist klar. So. Oh, wei. Was haben wir denn hier? 7. 6. 5.
Da ist eine. Seht ihr das? Hier waren wir schon mal. Aber 6, 7. Moment, Moment. Sechs, bei welchem hatten wir denn hier? Moment, Moment, Moment. Ich will das auf der Karte einmal genauer anschauen. Climbing the Tower. Climbing the Tower. 6. Okay. 5. Was passiert denn, wenn ich bei der 5 das hier mache? Dann landen wir wieder hier. Okay. Dann würde ich trotzdem gerne nochmal bei der 6 rausgehen. Dann landen wir bei what the fuck. Und da hinten ist die 7 wieder. Okay. Dann möchte ich einmal bei der 7 rausgehen. Da waren wir schon mal drin. So, wenn ich jetzt hier gehe. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Hier waren wir auch schon mal. Okay. Dann ist das jetzt nicht so spannend. Aber wir haben hier bei 4 different exits, haben wir noch den Ausgang da oben. Da müssen wir irgendwie drankommen, schätze ich mal. Deswegen schiebe ich jetzt einfach mal die beiden Blöcke darüber. Dann können wir den großen auch noch nutzen. Und dann schaffen wir das bestimmt irgendwie da rauszukommen, auch wenn ich nicht weiß, wo wir denn hinkommen. Aber das ist ja das Spannende daran, würde ich mal sagen. So. Kommen wir da überhaupt hoch? Moment, Moment. Wir müssen mit dem kleinen gelben Block arbeiten. So, den können wir uns jetzt wieder hochziehen. Die Frage ist bloß, wir kommen doch da niemals oben dran. Nein, 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 warte mal. So, runter und auf der... Nein. Geh nochmal bitte hoch. Geh nochmal bitte runter und auf der... Ich krieg die nicht gefasst. So, nein, 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 komm mal her. So, du sollst auf der Höhe. Ich krieg die nicht gefasst. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ah. Okay, jetzt habe ich ihn gefasst bekommen. Das ist schwer. Aber wenn ich ihn in der richtigen Höhe festgehalten bekomme, dann... Nee, es geht nicht. Dann könnte ich noch mehr Schwung nehmen, weil so komme ich da nicht hoch. Ah, Moment, Moment. Was ist denn, wenn ich mich draufstelle und dann in die Richtung der Decke schwebe? Das müsste doch funktionieren, oder nicht? Moment, kann ich das machen? Kann ich mich jetzt theoretisch hier so hoch... Ja, das geht. Dann geh mal hier hin, bitte. So, und jetzt gehen wir einmal gerade nach oben. Jawohl. Der kleine lilane Block. Hallo. Und tschüss. So, die Frage ist bloß, wo ist der jetzt hin und was ist jetzt passiert? Tja. Interessant. Wo gehen wir als nächstes hin? Was haben wir denn? Wir haben auch nicht mehr viel zur Auswahl, ne? Climbing the Tower. Oh, hier ist die 1. Moment. Ich möchte zu 1. Climbing the Tower bei 1. Ja, nee, das bringt aber auch gerade nichts. 2, 3. Nee, gehen wir wieder zurück. Was haben wir denn hier so? Pulling both ways. Hidden behind glass. The final hurdle. Don't look down. Also so langsam werden die Wege, die wir nehmen können, auf jeden Fall weniger. Was haben wir denn hier? Learning to draw. Machen wir doch das mal. Wir haben angeblich 4 Wege.
Wir können von Not Enough Pieces kommen. Wir können nach Climbing the Tower gehen. Wir können nach Strength in Numbers gehen. Und ein letzter Weg. So, da sind wir definitiv durchgekommen. Denn, Moment, das war... War das das, wo ich hin wollte? Learning to Draw, ja. Ah, genau, hier hatten wir das grüne Werkzeug bekommen. Oh, ich glaube, da können wir nur von der anderen Seite irgendwie kommen. Nee, das bringt gerade so nichts. Wo können wir denn hin? Ich könnte Laying the Foundation, aber da weiß ich nicht, wo wir weiterkommen. Gucken wir uns mal Pulling Both Ways an. Rushing through a problem won't always give the right result. Okay, jetzt sind wir woanders. Hier möchte ich aber gar nicht hin. Ich möchte tatsächlich... Ich sagte, hier möchte ich gar nicht hin. Ich sagte, hier möchte ich gar nicht hin. Ich möchte erstmal hier hin. So, Pulling Both... Ja, das ist... Ah, es hat geklappt. Aha. So. Okay, das war irgendwie einfach. Mittlerweile kriege ich das hin. Splitting a problem up may help you find the answer. Ah, divide and conquer, huh? Jetzt sind wir bei der 4. Wenn ich zur 5 gehe, kommen wir garantiert nicht mehr zurück, deswegen... Wo kommen wir jetzt raus? Fly? Nein, 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 nein. Hier will ich doch gar nicht hin. Aber wir sind jetzt auf der anderen... A dead end will only stop you if you don't try to move through it. Aber hier waren wir doch schon mal. Ah, aber guckt, schaut mal an. Climbing the Tower, da sollen wir tatsächlich hin. Das heißt, da haben wir die Sackgasse... den leeren Weg auch aufgelöst. Bleibt ja nicht mehr wirklich nicht mehr viel übrig. Hidden behind glass. Ich darf nicht zu The Missing Pieces und auch nicht zu A Book and Its Cover, sondern ich muss hier irgendwo weiterkommen. So, das ist A Book and Its Cover. Da wollte ich ja nicht hin. So. Wir können da bestimmt Sachen durchziehen. Und hier, das ist mit dem... Genau, da müssen wir hier weiter. Okay, das kriege ich hin. Moment, wir bauen uns erstmal wieder hier so einen kleinen Vorrat. Und dann ziehen wir ihn durch. So, das klingt irgendwie falsch. Wir bauen einen kleinen Vorrat und dann ziehen wir ihn durch. Ja, das klingt jetzt nach was anderem. Aber egal. Vergessen wir das. Wir wollen hier rein. Da sind ja noch mehr Sachen. Moment. Ziehen wir erstmal das ganze Zeug wieder hier rüber. Ein bisschen lassen wir übrig, falls irgendwie was Blödes passiert. So. Okay, das geht schon mal auf damit. Was hat es denn hiermit auf sich? Okay. Da sind keine Laser drin. Ist hier vielleicht irgendwas drin? Nö. Vielleicht sollten das die Dinger sein, die da drin sind, die da drin fehlen, aber ist ja auch egal. If you lead the way, others will follow. Aha, jetzt sind wir auf jeden Fall bei der 3. Wir können zu viel... Moment, komme ich da wieder zurück? Ja, schaut euch das mal an. Wir schalten immer mehr von diesen Nummern frei. Weil vorher kamen wir bis 6, bis 5 und dann kamen wir zu 4 nicht rüber. Das war gesperrt. Jetzt kommen wir schon zu 3. Kommen wir denn hier hin? Pulling both ways. Nee, da will ich nicht mehr hin. Okay, das ist interessant. Dann haben wir das jetzt auch fertig. Was bleibt denn da noch übrig? Don't look down. Da komme ich doch wieder. Gucken wir uns mal an, ob wir irgendwo hier an den Wänden weiterkommen. Aber don't look down, okay. Moment, haben wir da jetzt einen anderen Gang? Der Gang ist anders, oder? Science may be helping you more than you realize. Nee, hier waren wir ja auch schon. Some hurdles are too high to jump over. Nee. Taking baby steps. Don't look down. Was passiert denn, wenn wir einfach nach oben die ganze Zeit gucken? Vielleicht passiert da ja auch irgendetwas.
Anscheinend nicht. Was passiert denn, wenn ich weiter so gucke? Ich darf nicht nach unten gucken. Nee, ich glaube, so darf man das nicht interpretieren. Nein, 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 ich will nicht runterfallen. Na gut. Yay. Too much curiosity can get the best of us. Aber hier war ich doch auch schon, oder nicht? When you fit rock bottom, the only way is up. Jetzt sind wir wieder hier, okay. Ja. Aber da soll es noch einen anderen Weg geben? Die Frage ist bloß... Welchen? Ja, don't look down. Nee. Schön, wie sich das verändert hat. Moment, Moment. Wir triggern mal. Upp, upp. Okay, okay, okay. So. Wir gucken uns das jetzt einfach mal so an. Ja, aber das bringt mir ja nichts. Ich komme ja hier auch nicht weiter. Ja doch, ich kann mir das hier wegnehmen. Aber hier war ich doch auch schon. Das ist doch jetzt hier Baby Steps, oder nicht? Ne, wir sind immer noch bei Don't Look Down. Moment mal. Moment mal. Vielleicht sieht das ja nur so aus, wie das am Anfang. Vielleicht wollen die uns da nur ein bisschen verarschen. Also verarscht fühle ich mich definitiv. Moment. Nee, aber wir waren tatsächlich da oben. Schade. Aber hä? Ich verstehe gerade tatsächlich wirklich nicht, was hier der weitere Weg sein könnte. Wo hier ein weiterer Weg sein könnte. Don't look down. Oh oh. Ich gucke nicht nach unten. Also so rum sieht das auch ganz schick aus. Ich hoffe, niemanden von euch wird schlecht davon. Moment. Ah, ich habe eine Idee. Warte mal. Jetzt ist der Aufzug hochgefahren. Was passiert, wenn wir jetzt wieder hier runterspringen? Vielleicht ist der Aufzug dann ja noch oben. Nein, ist er nicht. Schade. Ich brauche... Moment. Moment, 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 Moment. Don't look down. Ja, ja, ja. Alles schön und gut. Ich möchte jetzt aber hier rüber... Möchte mir das mitnehmen. Ich hoffe, ich komme wieder zurück. Ja. Dann springen wir hier nochmal runter. Und vielleicht kann ich ja jetzt irgendwas da unten aktivieren. Das wäre auf jeden Fall cool. Oder ich habe hier irgendwo noch einen Gang in dem Fall, den ich übersehe. Das kann natürlich auch sein. Aber da ist auch nichts drunter. Nee, da kann ich auch nichts aktivieren. Ich kann halt damit den wahrscheinlich wieder zurückholen, ja. Haha. Okay, das ist, glaube ich, nicht Sinn und Zweck der Sache.
Warten wir mal, wie lange das dauert, bis es unten ankommt. Warte mal, kann ich in der Zeit wieder hochgehen? Geht das so lange weiter? Ah, okay, interessant. Wir haben das System verbuggt. Nein, es geht tatsächlich runter. Aber so sieht man mal ein bisschen, wie das funktioniert. Dass das tatsächlich zwei verschiedene Räume sind, in denen man unterwegs ist. Das finde ich cool. Aber das hilft uns tatsächlich immer noch nicht weiter, hier irgendwo hinzukommen. Toll, ich kann einen Sprung in die Luft machen. Was passiert denn dann, wenn ich, sagen wir mal, hier was baue? So, dann ziehe ich das jetzt, gucke nach oben. Ach, schade. Moment, wo ist denn der Raum? Von wo kommt das denn jetzt? Das kam ja von irgendwo ganz unten anscheinend. Wie komme ich hier weiter? Das wüsste ich gerne. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, dieses Rätsel, damit beschäftigen wir uns ein anderes Mal. Und ja, schauen dann mal, wie wir so weiterkommen. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut.